zu Hause. Das Smart Home System ist aktiviert. Guten Tag, Amelie. Stelle die Temperatur auf 18 Grad und schalte die Wasserheizung ein. Wird gemacht. Stell mir einen Smoothie bei einem Lieferservice. Amelie, mir ist aufgefallen, dass du überhaupt nicht ohne Gadgets auskommst. Stimmt nicht, ich kann auch ohne sie auskommen. Du lernst mit ihnen, hast Spaß, kochst Abendessen und bestimmst sogar die Temperatur im Haus. Ich sehe hier nichts Falsches. Gadgets sind praktisch. Aber früher lebten die Menschen auch ohne Gadgets. Und sie lebten auch in Höhlen und schliefen auf Felsen. Willst du das auch? Nein, es ist nur so, dass man manchmal auch ohne sie auskommen muss. Warum? Das ist doch dumm. Was tust du, wenn das Licht ausgeht? Ich werde etwas zu tun finden. Probieren wir es aus. Lass uns eine Challenge machen. Verbringe 24 Stunden ohne Gadgets und vielleicht bekommst du einen Preis. Was bedeutet vielleicht? Ich bin mir sicher, dass du damit nicht umgehen kannst. Natürlich kann ich damit umgehen. Ich gewinne immer. Dieses Mal nicht, Amelie. Ich kann es schaffen, wenn das Publikum mich unterstützt. Lass sie es versuchen. Leute, werdet ihr Amelie unterstützen? Like das Video und abonniert den Kanal. Und vergesst die Glocke nicht. Hey, die neuen E-Roller sind da. Habt ihr Lust auf eine Spritztour? Ich schon. Nein, nein, Amelie, du bleibst zu Hause. Und warum? Ein Elektroroller ist ein Gadget. Und du lebst ohne sie. Nun, das ist in Ordnung. Ich werde zu Hause etwas zu tun finden. Ich schaue Fernseher. Nein, nein, du kannst auch nicht fernsehen. Aber das ist kein Gadget. Alles, was mit Strom betrieben wird, ist verboten. Nun, das ist in Ordnung. Was würde ich gerne tun? Oh, ich werde malen. Kitty ist nicht hier, also wird sie es nicht wissen. Und wenn es etwas Wichtiges ist? Du würdest dich nicht zurückhalten können. Warum rufst du mich an? Ich wollte deine Willenskraft testen. Ich hätte das Telefon nicht angerührt, wenn du nicht angerufen hättest. Aber jetzt weißt du, dass ich dich beobachte. Übrigens, du bekommst eine Strafe plus eine Stunde. Was? Was für eine Strafe? Du hättest 24 Stunden durchhalten müssen. Jetzt sind es 25. Das ist unfair. Du hast mich reingelegt. Vielleicht. Und übrigens, auch wenn ich nicht da bin, werde ich alles herausfinden. Hat sie hier überall Überwachungskameras installiert? Hier gibt es wirklich eine versteckte Kamera. Das ist so viel. Ich werde nicht zulassen, dass du mir nachspionierst. Coole Fahrt. Ja, diese Scooter sind viel besser als die alten. Ja, die alten haben wirklich gequietscht. Willst du vielleicht auf der Konsole spielen? Nein, tut mir leid. Ich mag keine Videospiele. Du hast es noch nicht mal probiert. Ich habe es versucht. Es hat mir nicht gefallen. Okay, dann frage ich Amelie. Nein, nein. Amelie darf heute nicht. Komm schon, ich will wegen deiner blöden Wette nicht alleine spielen. Dann mach etwas Nützliches, anstatt dumme Spiele zu spielen. Wo ist Kitty, mit der ich Roller gefahren bin, hin? Wovon sprichst du? Du bist langweilig hier zu Hause. Das ist nicht wahr. Es ist wahr, Langweilerin. Hey, Amelie, willst du an der Konsole spielen? Ich möchte es, aber ich darf es nicht. Ist es wegen Kitty? Vergiss sie einfach. Nein, wir haben eine Wette. Sie hat mir einen Preis versprochen. Mach dir keine Sorgen, sie findet sich heraus. Wie kann sie es nicht herausfinden, wenn sie dort sitzt? Was ist, wenn ich sie ablenke und du mit mir spielst? Gut, aber nur, wenn du es ihr nicht sagst. Okay, warte hier, ich mach's kurz. Kitty, hast du es schon gehört? Was denn? Was genau? Im Einkaufszentrum werden iPhones verteilt, einfach so. Das kann doch nicht wahr sein, warum eigentlich? Also, es gibt jetzt neue und die alten haben keinen Platz mehr, deswegen werden sie einfach verteilt. Wow, was ist das für ein Modell? Modell...
iPhone 15, glaube ich. Das ist genau das, was ich brauche. Lass uns rennen, schnell. Du kannst gehen, ich bleib hier. Warum? Brauchst du kein iPhone 15? Ich habe einen Kumpel, der eins für mich mitbringt. Hast du ein Glück. So einen Phone hätte ich auch gerne. Übrigens, wir müssen Amelie anrufen. Sie darf doch keine Gadgets haben und sie sitzt hier. Das stimmt. Sie kann morgen gehen, wenn die Herausforderung vorbei ist. Ich kann es eins für sie zurücklegen. Puh. Und, hat es geklappt? Ja, sie ist weg. Wir können jetzt so viel spielen, wie wir wollen. Es ist Zeit, sich zu erholen. Renn weiter, ich werde wieder gewinnen. Das werden wir ja sehen. Leo, du bist der Letzte. Aha, ich wusste es. Kitty, was machst du hier? Hast du wirklich gedacht, dass ich diesen Unsinn über kostenlose iPhones glauben würde? Ich habe gedacht, das war eine gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie man lügt. Ich schaue Leo nur beim Spielen zu. Erstens ist es verboten, zuzusehen. Zweitens, das Gamepad ist eingeschaltet. Wahrscheinlich habe ich mich aus Versehen darauf gesetzt. Ja, und dann aus Versehen deinen Account auf der Konsole ausgewählt. Bestraf sie nicht. Es ist meine Schuld. Ich habe sie zum Spielen überredet. Okay, dieses Mal werde ich nicht Amelie bestrafen, sondern dich. Wie willst du das denn machen? Hey, gib das zurück. Ich bringe es morgen zurück, nach der Challenge. Aber ich nehme nicht daran teil. Du belästigst Amelie, also lebst du einen Tag ohne Spiele. Willst du ein Spiel am Tisch spielen? Das macht auch Spaß. Okay. Also Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Mach ein böses Lachen. Das ist einfach. Okay, ich bin dran. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Was würdest du gerne werden, wenn du groß bist? Eine Bloggerin. Weiter Videos drehen. Oh, Leo, hast du das gesehen? Das ist dein Porträt. Ich möchte was essen. Lass uns was bestellen. Ich kann nicht. Ich muss das Telefon dafür benutzen, aber ich darf nicht. Dann lass mich bestellen. Ich darf das. Wenn du Essen für Amelie bestellst, werde ich das Gamepad nicht zurückgeben. Machst du Witze? Ich mache keine Witze. Und nur für dich, Amelie, werde ich eine Strafe aussprechen. Plus 2 Stunden für die Herausforderung. Tut mir leid, Amelie. Das musst du selbst regeln. Gut, okay. Es ist noch Essen im Kühlschrank. Nein, du kannst auch den Kühlschrank nicht benutzen. Warum ist das so? Er wird mit Strom betrieben, was bedeutet, dass er verboten ist. Aber er ist nicht einmal ein Gadget. Ich beschloss, die Herausforderung zu verkomplizieren und alle elektrischen Geräte zu verbieten. Und wie soll ich mein Essen jetzt aufwärmen? Du kannst den Gasherd benutzen. Und wo kann ich Lebensmittel kaufen? Sie sind im Kühlschrank. Dann musst du in den Laden gehen. Und übrigens, vergiss das Bargeld nicht. Ich habe eine Bankkarte. Elektronisches Geld ist ebenfalls nicht erlaubt. Nun, ich hoffe, das reicht für das Mittagessen. Es ist ein Elektroroller, du darfst ihn nicht fahren. Aber wie komme ich in den Laden? Wie? Na, zu Fuß. Aber es ist ein langer Weg und es ist schwer, Essen zu transportieren. Macht nichts, ich glaube, du schaffst das schon. Na gut, ich werde gehen. Es ist so heiß. Warum soll ich laufen? Da ist der Roller, mit dem Leo und Kitty gefahren sind. Kitty ist nicht in der Nähe, was bedeutet, dass es niemand erfahren wird. Ich kann den Einkauf mit einer Karte von meinem Telefon aus bezahlen. Ich bin zu Hause. Du warst schnell. Ich beschloss, eine Runde zu rennen. Ich sehe, du bist überhaupt nicht müde. Für mich ist das ganz einfach. Ich mache oft Übungen. Übrigens, meine Freundin, die in den Laden arbeitet, hat angerufen, sie hat dich gesehen. Kein Wunder, ich war ja auch im Laden. Und sie hat mir aber auch von dem Roller erzählt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Mach mir nichts vor. Sie hat dich auf einem der Roller ankommen sehen. Das ist nicht wahr. Das hat sie sich ausgedacht. Ich habe deine Bankkarte überprüft. Dort steht, dass du für den Roller bezahlt hast. Hast du dich in mein Bankkonto gehackt? Ich habe es gerade überprüft. Das ist zu viel. Übrigens bekommst du eine Geldstrafe. Plus 2 Stunden für die Benutzung des Rollers. 2 Stunden? Ich habe weniger Zeit gebraucht, um in den Laden zu gehen. Das nächste Mal denkst du nach, bevor du schummelst.
schon zurück. Zeig mir, was du gekauft hast. Ich habe hier eine Tomate. Salatgurken. Grapefruit. Unkraut. Und ich habe einen Burger gegessen. Er war so lecker. Im Sparschwein ist nicht genug Geld für einen Burger und ich kann die Karte nicht benutzen. Dann musst du wohl selbst kochen. Ist schon okay. Ich komme damit klar. Füge ein wenig Salz hinzu. Darfst du diesen Herd benutzen? Ja, er läuft mit Gas, kein Elektroantrieb. Ich verstehe. Willst du es versuchen? Nein, das sieht nicht so lecker aus. Das ist gesund. Und es gibt auch Nudeln. Ich weiß ja nicht, ich vertraue dem Ganzen nicht. Wie du willst. Es ist so heiß hier, ich schalte die Klimaanlage ein. So ist es besser. Ja, ich bin der Hitze überdrüssig. Amelie, zieh das schnell an. Warum brauche ich warme Kleidung? Es ist jetzt Sommer. Du darfst dich nicht mit der Klimaanlage abkühlen. Warum ist das so? Sie wird mit Strom betrieben. Und du hast heute einen Tag ohne Strom. Dann schalte sie einfach aus. Nein, mir ist heiß. Und Leo auch. Und ich will keine Winterkleidung tragen. In Winterkleidung unter der Klimaanlage wirst du dich genauso fühlen wie im Sommer ohne sie. Das ist dumm. Ich würde lieber in mein Zimmer gehen, als das hier zu tragen. Es ist gut, dass Kitty nichts von meinem alten Telefon weiß. Verdammt, der Akku ist leer. Ich muss ihn aufladen. Hey, warum funktioniert die Steckdose nicht? Kitty muss etwas getan haben. Das macht nichts. Ich habe einen Plan B. Geworfen. Triff mich in 10 Minuten am Pavillon, Amelie. Seltsam, aber wo kommt das her? Warum ist das so spät? Ich sag dir in 10 Minuten. Amelie, ich bin's, Leo. Ich weiß, was ist denn das denn? Das ist eine Verkleidung, damit Kitty mich nicht erkennt. Sie würde es sowieso herausfinden. Es ist niemand außer uns zu Hause. Mit der Verkleidung ist es auf jeden Fall besser. Okay, hast du das mitgebracht, womit ich dich gebeten habe? Ja, klar, hier, bitte. Was ist das? Ein Leibbrot. Ich sehe, dass es ein Leib ist. Wozu brauche ich das? Das wollte ich das nicht. Das ist nur die Verkleidung. Du musst es aufbrechen. Und, bist du überzeugt? Eine brandneue Powerbank, danke! Sag nur kein Wort zu Kitty, sonst kriege ich Ärger! Keine Sorge, ich kann Geheimnisse bewahren! Sie kommt, versteck die Powerbank! Leo, was ist das für ein Outfit? Es ist eine Verkleidung! Vor wem willst du dich verkleiden? Also wegen den ganzen Fans! Wow, von den Fans? Ich wusste nicht, dass du so beliebt bist! Durch die Videos auf Amelies Kanal bin ich ein Star geworden! Wow. Übrigens, was machst du hier? Einfach nur plaudern. Brot essen. Reden, sagt ihr? Schauen wir es uns an. Was ist das? Aha, ich verstehe. Es ist eine Kette. Ich überprüfe, ob du Amelie beim Betrügen hilfst. Warum denkst du, dass ich ihr helfe? Du siehst so verdächtig aus. Du siehst, ich bin sauber. Aha, jetzt schauen wir uns das von Amelie an. Was in der Tasche ist. Das sind die Schlüssel zum Haus. Leg sie auf den Tisch und steh auf.
etwas da. Zeig es mir. Ich wusste es. Leos Powerbank. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich sehe sie zum ersten Mal. Wirklich? Warum gibt es dann eine Inschrift mit Leo? Also, die Fans waren das. Du kannst mir nichts vormachen. Ich nehme die Powerbank mit. Hey, warte. Was ist das? Du sagtest, sie gehöre dir nicht. Nun ja. Es ist meine. Amelie erhält eine Strafe. Plus 2 Stunden? Schon wieder? Leo plus 2 Tage ohne Konsole. Nur das nicht. Das wird euch eine Lehre sein. So werde ich die Herausforderung nie beenden. Meine Powerbank, ich will sie zurückhaben. Ich stimme zu, ich brauche sie. Sie wird sie wahrscheinlich in ihrem Zimmer verstecken. Ja, deshalb gehst du hin und holst sie zurück. Warum ich? Sie will mich auf keinen Fall in den Raum lassen. Nein, ich bin fertig, ich brauche keine Probleme mehr. Willst du mir nicht helfen? Jedes Mal, wenn ich dir helfe, kriege ich Probleme. Na gut, dann bringe ich sie selbst zurück. Ich schließe mit einem Schlüssel ab, damit Amelie nicht dorthin kommt. Hier wird es sicher sein. Wo hat sie die Powerbank versteckt? Kitty hatte den Spind noch nie abgeschlossen. Sie verheimlicht etwas. Ja, hier ist der Schließfachschlüssel. Was machst du da? Nichts, ich suche nur den Schlüssel zur Wohnung. Das ist mein Zimmerschlüssel. Du brauchst ihn nicht. Ich bin wahrscheinlich verwirrt. Ich sollte besser gehen. Ich muss warten, bis Kitty abgelenkt ist und den Schlüssel nehmen. Warum hat Kitty den Schlüssel dagelassen? Vielleicht ist es eine Falle. Es ist nichts passiert. Es ist also keine Falle. Hier ist es leer. Ich bin sicher, Kitty hatte die Powerbank hier versteckt. Ist es das, wonach du suchst? Wie ist das möglich? Leo hat mich gewarnt, dass du die Powerbank nehmen willst. Also habe ich sie versteckt. Oh, dieser Verräter. Tut mir leid, Amelie. Ich hatte keine Wahl. Hier sind deine Gamepads. Du kannst deine Spiele weiterspielen. Hast du deine Freunde wegen einer Konsole verraten? Das ist so langweilig ohne Konsole. Gib auf, Amelie. Du hast bereits bewiesen, dass du nicht ohne Gadgets auskommst. Nein, ich werde nicht aufgeben. Du kannst mich sowieso nicht austricksen. Ich finde überall etwas. Das werden wir sehen. Das Auto hat Wi-Fi und Strom. Kitty wird mich hier nicht finden. Ich werde 24 Stunden hier verbringen. Ich muss nur noch ein paar Leckereien besorgen. Hey, wer hat die Tür geschlossen? Dachtest du wirklich, ich würde es nicht herausfinden? Woher hast du die Autoschlüssel? Dein Vater hat sie mir gegeben. Lass mich raus. Wenn du aussteigen willst, gib mir dein Telefon. Ich kann dir das Telefon nicht geben, bevor ich hier raus bin. Okay, ich mache auf, aber denk nicht einmal daran, wegzulaufen. Jetzt gib mir das Telefon. Natürlich, wenn du mich einholst. Du kannst nicht weit rennen. Tut mir leid, ich kann dich nicht gehen lassen. Versuchst du schon wieder, mich reinzulegen? Tut mir leid, ich brauchte die Konsole. Ja, Leo ist jetzt auf meiner Seite. In Ordnung, ich zeige es dir.
Ich hoffe, Amelie ist nicht zu wütend. Entspann dich. Eines Tages wird sie sauer sein und aufhören. Und wenn nicht? Vergiss es. Lass uns stattdessen an der Spielkonsole spielen. Das gefällt dir doch nicht. Schon gut, ich werde es versuchen. Was wollen wir spielen? Mario Kart. Mario Kart? Huhu, wo willst du denn hin? Wow, das macht mehr Spaß, als ich dachte. Warum lässt du den Kopf hängen? Es geht um Amelie. Mach dir keine Sorgen, ich habe es dir gesagt. Ich versuch's, aber ich schaff's nicht. Hey. Hey, was ist los? Ist der Fernseher kaputt? Es gibt auch kein Internet. Es scheint keinen Strom im Haus zu geben. Wo ist Amelie? Und wie gefällt es euch ohne Strom? Gefällt euch das? Amelie, was hast du getan? Ich habe gerade den Strom im ganzen Haus abgestellt. Und warum? Der erste Grund ist, dass der Strom mich von der Herausforderung ablenken soll. Was ist mit uns? Hast du über uns nachgedacht? Der zweite Grund ist, dass sie mit mir an der Herausforderung teilnimmt. Das war nicht der Deal. Nur du solltest an der Herausforderung teilnehmen. Die Regeln haben sich geändert. Jetzt macht jeder mit. Das ist echt Pech. Keine Sorge, Leo. Wir schaffen das schon. Das glaube ich eher nicht. Du wirst sehen. Ich habe sogar einen Preis vorbereitet. Wer am längsten durchhält, erhält eine Belohnung. Und was ist es? Das ist eine Überraschung. Du kannst meinen Namen darauf schreiben. Nimm dir Zeit. Du hast noch nicht gewonnen. Bald werden Kitty und Leo aufgeben. Ich bin mir sicher, dass sie nicht mehr lange durchhalten werden. Sieht so aus, als ob der blaue Stift verloren gegangen ist. Vielleicht hat Kitty einen. Ich werde mal fragen. Das genügt hier. Niemand wird das Handy drin bemerken. Hast du Kitty gesehen? Sie ist draußen im Garten. Was siehst du da gerade? Nur ein Buch. Es ist das erste Mal, dass ich dich lesen sehe. Ich habe beschlossen, es zu versuchen. Warum bist du so nervös? Nervös? Ich bin nicht nervös. Das kommt dir nur so vor. Deine ganze Stirn ist nass. Das ist wegen der Hitze. Zeig her, ich will auch lesen. Nein, ich hab's zuerst genommen. Lass uns gemeinsam lesen. Nein. Aber warum? Ich will nicht teilen, okay? Komm schon, sei nicht so egoistisch. Und was ist das? Hast du dein Handy in einem Buch versteckt? Ja, ich hab's versteckt. Ich wusste, dass du zuerst verlieren würdest. Ich wollte auch gar nicht an der Challenge teilnehmen. Du hast mich gezwungen dazu. Es gibt also nur noch Kitty und mich. Kitty ist draußen. Geh sie holen, aber lass mich in Ruhe. Okay, du musst dein Telefon nicht mehr verstecken. Ich auch nicht mehr. Amelie unterschätzt mich. Ich kann leicht einen Tag ohne Gadget verbringen. Eben Musik. Die Kopfhörer sind klein, das wird keiner merken. Kitty, mein Bleistift ist kaputt. Kann ich deine nehmen? Ich brauche nur einen. Ich will die Zeichnung fertigstellen. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Das ist die Sache. Ha, was ist passiert? Was ist passiert? Du hattest Kopfhörer. Sie gehören mir nicht. Sie wurden mir eingepflanzt. Und? Ich habe nur... was? Okay, du hast recht. Ich kann nicht auf Gadgets verzichten. Du hast über mich gelacht, aber du bist genauso. Es ist so schwer. Ich dachte, du würdest es nicht bemerken. Ich hätte es nicht bemerkt, wenn du sie nicht so laut aufgedreht hättest. Die Herausforderung ist also vorbei und Amelie hat gewonnen? Richtig. Wo ist mein Preis? Welcher Preis? Du hast demjenigen, der am längsten durchhält, einen Preis versprochen. Ah, der Preis. Genau. Und er ist da drüben, vor dem Tor. Draußen vor dem Tor? Was für ein Preis ist das? Gehen wir. Ich zeige es dir. Du wartest hier und ich hole ihn sofort. Sie ist irgendwie komisch. Die Überraschung ist vielleicht ein neues Fahrrad oder ein neuer E-Roller. Wie lange müssen wir noch warten? Kitty, kannst du uns hören? Schauen wir uns das mal an. Ich sagte, wir sollen hier warten. Ich will das sehen. Ist sie verschwunden? Sie ist weggelaufen. Oder vielleicht muss ich den noch einkaufen. Es gab keinen Preis. Sie hat uns getäuscht und ist weggelaufen. Das habe ich nicht von ihr erwartet. Das macht nichts. Ich weiß, wo ich sie suchen Wirklich? Muss. Dann geh voran. Aber zuerst muss ich dem Publikum danken. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Danke fürs Zuschauen und gebt einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, welches Video ist euer Dann Favorit. Geht Kitty suchen. Ich hoffe, unser neues Video hat euch gefallen.